Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers in der Wednesday Night Rivalry. Die Boston Bruins, der Rivale von nebenan, ist zu Gast. In diesem Matchup heute Abend. Unser Kader, unsere Reihen bleiben unverändert. Zum Sieg aus dem letzten Spiel, aus der letzten Folge. Der Madison Square Garden ist heiß, ist bereit. Mike Emmerich und Eddie Olczyk natürlich sind am Kommentatorenpult. Und kurz die Info vorab, die originalen Spiele. Wir richten uns ja wie gesagt nach dem originalen Spielplan. Findet ihr im Uploadplan, entweder in der Beschreibung oder auf der Kanalstartseite verlinkt. Da seht ihr immer, wann die New York Rangers nachts spielen. Und am jeweiligen Tag, vorher um 19 Uhr, erscheint unsere Folge. Genau jene, die ihr gerade auch seht. Michael Grubner dreht hier noch seinen Kreis. Seine letzten Kurven, die Warm-Ups sind schon längst gelaufen, das Intro ist vorbei. Und wir nähern uns dem Puck-Drop. Number 3, Henrik Lundqvist. Stammtorhüter, jedes Saisonspiel für uns bestritten. Er hält auch weiterhin unser Vertrauen. Wir überlegen uns, ob wir mit Antiranta noch durchrotieren. Natürlich werden wir das tun, aber wie oft wir das machen, überlegen wir uns. Gegenüber Tuukka Rask, an dem gilt es auch erstmal vorbeizukommen. Wir müssen einige Punkte sammeln. Wir müssen die Teamchemie hochbringen. Wir müssen die Faneinstufung hochpushen. Die liegt schon wieder bei 92. Das ist ein guter Wert, damit bin ich zufrieden. Aber die Teamchemie muss natürlich steigen. Marchand, Bergeron und Krejci gegen Nash, Stepan Cicurillo. Stepan von seiner Verletzung wieder zurück. Huch, was macht der denn da? Und aufpassen. Auch kurz nochmal vorab die Info für originale Trades. Ich produziere das noch ein bisschen im Voraus. In den nächsten Folgen werde ich ja dann immer mal wieder auf die Aktualität eingehen, auf die echten Spiele und so weiter, weil ich dann kurzfristig produziere. Ist mir zurzeit nicht möglich. Das heißt, wenn jetzt irgend so ein richtig cooler Trade, worüber die ganze Liga geredet, gemacht wurde und ich den hier noch nicht habe und noch nicht drüber rede, wundert euch nicht. Komm doch. Oh, der erste Blocker-Save von Tuukka Rask. Das kommt noch, das geht nicht an mir vorbei. Nur zum Zeitpunkt jetzt ist es der Kader, der hier spielt. Zuccarello, jetzt oben rechts. Ah, und Tuukka Rask macht zu mit der Fanghand. Jetzt müssen wir vielleicht wieder über links spielen. Er hat seine Fanghand ja woanders. Ah, Nash auf Stepper nochmal. Direktabnahme. Geblockt. Zuccarello, oh, mit dem Körper. Das müssen wir aufpassen. McDonald abgefälscht. Oh, und Rask trotzdem. Schönes Positionsspiel von Rick Nash. Und Tuukka Rask mit einer phänomenalen Reaktionszeit. Vielleicht nur mit ein bisschen Glück. Zibanejad am Bullypunkt auf den Außen. Kreider und Miller. Leider kein Bullygewinn, aber Miller holt ihn sich. Steckt vor. Na, steckt er doch nicht. War nur der Plan. Oh, was ein riskanter Pass, aber Zibanejad. Einfach probieren. Jetzt Miller querlegen. Ja, Kreider wurde gerade bearbeitet. Nochmal Miller. Kreider. Jetzt oben rechts. Na, das war sehr zentral und auch nicht oben rechts. Aber weiter so. Wir machen Druck. Ziel sind wieder zwei Tore oder mehr. Dann ist hier ein Sieg drin. Weil wir kriegen nicht so viele Gegentore. Wir müssen nur treffen. Girardi. Ah, und Rask gerade am Rüberrutschen gewesen. Vorne halten. Offensiv gegengehen. So kriegen wir sie. Beliskay. McQuaid. Pastrnak. Hinten aufpassen auf den Querpass vor allem. Da stand das schon. Sehr schön. Mark Stoll. Außen JT Miller. Wieder Tempo. In die Mitte. In die Mitte. Wer wollen sie suchen? Ah, wieder auf die Schulter von Tuukka Rask. Pastrnak. Dan Girardi steht. Steht nicht mehr so gut. Und der versucht ihn ins kurze Eck zu schummeln. Den gehen wir rüber zu Stoll. Und er wird gewechselt. Jetzt bei Fast gerade auf dem Eis. Bisschen Glück. Oh, und wird weggecheckt. Da stolpern alle unsere Stürmer drüber. Der hat alle ausgenockt. Hinten aufpassen. Hayes ist da. Und Fast jetzt wieder Tempo aufnehmen. Grubner gegenüber. Fast. Mach selber. Oh! Ganz komischer Bounce. Mark Stoll probieren. Abfälschen. Ja! Schade. Wir brauchen genau diese Abfälschungen. Das Positionsspiel gefällt mir sehr gut. Aber Tuukka Rask und die Boston Bruins gerade. 7:1 Schüsse. Mit ein wenig Glück. Dabei. Jetzt. Holden. Wieder geblockt. Lindberg halten drin. Sehr schön. Oh. Ah, der war raus. Oh. Ganz knapp raus. Und Dominic Moore. In alter Wirkungsstätte. Am Bullypunkt. Gewinnt es. Das Herz der vierten Reihe spielt gegen uns. Oh, einige erfolgreiche Saisons mitgespielt für die Rangers. Glück, dass der Schuss nicht durchkommt. Das wäre dann typisch gewesen. Weißt du, 7:2 Schüsse. Wenn man sie vorne nicht reinmacht, kriegt man sie hinten rein.
So ist das nun mal. Fußball, Eishockey, in welcher Sportart auch immer. Aber es wäre natürlich, egal was diese Regel besagt, in gewisser Weise unverdient. Reden wir nicht drüber, ist nicht passiert. Holden, McArath. Oh, so viel Sichtbehinderung auch durch die eigenen Spieler der Bruins. Aber Rask wieder da. Wir spielen mit der ersten Verteidigerreihe und der dritten Angriffsreihe. Kevin Hayes am Bullypunkt. Er ist eine Stärke 84. Das ist möglich. Das ist möglich. McDonough, oh, geblockt. Das muss wehgetan haben, aber er hat ihn halt geblockt. Und er ist nicht durchgekommen. Jetzt war fast über außen. Probieren. Oh, Kurzeck, schade. Sonst steppert ja Overtime. Tor geschossen, da kommt Hayes. Ah, der Winkel ein bisschen spitz und er hat ihn auch nicht gut getroffen. 0:0 nach dem ersten Drittel. Fällt mir schwer, das zu sagen. Wäre schön gewesen, das nicht sagen zu müssen. Aber wenn es mit ein bisschen Glück verlaufen wäre, hätten wir es auch nicht sagen müssen. Aber 0:0 starten wir ins zweite Drittel. Wir müssen weiterhin so Druck machen wie bisher. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Derek Stepan in alter Frische zurück am Bullypunkt. Gewinnt es auch wieder. McDonough, Stepan, na, das wäre ja so ab durch die Mitte. Lässt ihn liegen, da haben wir jetzt McDonough. Komm! Oh! Da ist er dran. Nash direkt für McDonough. Oh, der Gegner. Den Schläger gebrochen. Beim Schussblock. McDonough hat die noch. Hinten steht Klein. Nee, gar nicht. Abgewischt vielleicht? Nein! Oh, Mann! So einen müssen wir abfälschen und reingehen. So, aufpassen wird Ron. Nicht so ein harmloser Schuss. So ein Schüsschen. Oh, McDonough. Ganz riskante Bewegung da gerade macht. Nimmt aber das Spiel so ein bisschen in die Hand. Der Kapitän selbst. Versucht das Spiel so ein bisschen zu eröffnen. Kriegt jetzt keine Hilfe, holt ihn sich aber wieder. Seht ihr? Oh, und dann der Fehlpass. Läuft aber weg. Oh, Lundqvist halt ihn fest. Okay, Stepan auf zu Grello und ab geht's. Ab geht's. Eine schöne Bewegung. Ja, na, zu viel. Und ging. Und er will sich prügeln. Kreider gegen McQuaid. Harter Check. Komm, wir hauen einfach drauf. Das sieht gut aus. Dürfen uns nur nicht umlegen lassen. Oh, der haut uns da aber die Schläge rein und lässt uns umlegen. Ja, passiert oft, wenn ich sage, das dürfen wir nicht machen lassen und da müssen wir drauf aufpassen. Ja, dann lassen wir uns da doch drauf ein. Aber naja, war ein harter Check. Wir wollten uns eigentlich gar nicht prügeln. Zack. Aber sauberer Check. Der Spieler der Bruins wollte sich prügeln. Weiter geht's im 5 gegen 5. Mika Zibanejad. Grabner und Miller dafür jetzt auf Außen. Und Stoll mit dem Schuss. Geht vorbei. Oh, da müssen wir sogar aufpassen. Miller hinterher. Pastrin da kommt. Spielt ihn tief. 5-Minute Major wird gerade noch in der Arena durchgesagt. Oben aufpassen, nicht den Querpass. Komm, holen. Girardi auf Grabner. Ganz schön gebraucht für die Annahme hier. Und dann noch Zibanejad. Da kommt Grabner nicht zum Puck. Der Pass kommt nämlich nicht durch. Hinten aufpassen, Zibanejad ist schon da. Teilt noch einen leichten Check aus. Girardi am Puck. Raus zu Zibanejad. Ja, steh auf, den hast du noch. Jawohl, schön den Körper dazwischen gedrängt. Außen vorbei, den lassen wir da liegen. Miller holt ihn sich. Abgelegt für Girardi. Oh, ein Schussblock. Schlägerbruch. Er rennt da zum Schläger. Hinten müssen wir aufpassen. Girardi kommt da jetzt gleich wieder. Schön von Stoll. Piri hat ihn. Oh. Keine Strafe provoziert. Zibanejad. Ja, ja, ja. Geht durch. Auf Piri. Ah, komm nicht durch. Und Tuukka Rask hält ihn fest. Dritte Reihe drauf. Angriff sowie defensiv. Nur noch 5 Minuten 52 im zweiten Drittel. Wieder ein torarmes Spiel. Wir hätten uns ja vorgenommen, zwei oder mehr, aber es ist spannend. Wir haben Chancen, McArath, wieder der Block. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Da dürfen wir eigentlich gar nicht erschießen, wenn wir schon sehen, dass sie den hundertprozentig blocken. Denn dann heißt es für uns meistens Rückwärtsgang. Und unter Umständen ist das dann auch gar nicht so ungefährlich. Kevin Hayes mit dem Versuch, leider kein Rebound. Wären wir da gewesen. Vierte Reihe drauf und weiterhin dritte Verteidigungsreihe. Oskar Lindberg, oh, gegen die erste der Bruins. Gewinnt nicht das Bulli, aber Piri auf Lindberg. Den halten wir hier. Jetzt. Holden. Abgefälscht. Oh! War der gegen den Pfosten oder gegen das Außennetz? Oder sogar Tuukka Rask. Schön von Holden. Und dann geht Jimmy Vesey. Gegen den großen Zdeno Jara. Vorbei. Ah, und dann der Fehlpass. Ganz ungünstig. Jetzt müssen wir zurück. Brad Marchand gegen McArath. Den hat er. Den hat er. Lindberg. Piri. Letzte Minute läuft. Drüben ist er.
Vessi, nein, schade. Piri hakt nach. Hakt nach. Ah, kriegt ihn leider nicht. Mit Lindberg auch wieder zurück. Hayes, der Bruder von Kevin Hayes. Ja, ein Schuss geht vielleicht noch. Na, ah, der war zu lasch. War auch zu spät. Brandon Piri hier im Bild. Torlos geht's ins dritte Drittel im Madison Square Garden. Es ist noch einiges drin. Ich sehe uns hier in der Überhand, aber wir treffen halt nicht. Zählbares muss bei rauskommen. Derek Stepan, nächstes Eröffnungsbully gewonnen. Riskanter Pass auf Nash, aber er kriegt ihn. Er kriegt ihn. Ah, hätten wir vielleicht mal schießen können. Jetzt, McDonough, der muss mal durchkommen. Oh, den eigenen Spieler wieder getroffen, zum Glück nicht verletzt. Jetzt andersrum. Klein, der rutscht auch nicht durch. Chera hat den Puck. Und da holen wir Nash mal schön mit hinterher. Der hat ja einen guten Schläger auch. Kann gut mal dazwischen stochern. Und muss jetzt rennen, um das Icing zu verhindern. Und das wird er auch schaffen. Dann gehen wir einmal rum. Wir, oh, wer kam da denn? Ist das Bergeron gewesen? 46 oder 47? 46 ist im Bild, aber ich glaube, es war die 47. Oder ist das Marchand? Der kam ja angeschossen. Hat er aber einen Vollsprint hingelegt, ey. Ne, es war keiner von beiden. Doch, ne, keine Ahnung, egal. Weiter geht's. Stefan, wir sind ja wieder im Vorwärtsgang. Boah, dass das ein Icing wurde, ey. Zu Carello. Erstmal rum. Stefan ist da. Ja, nimmt er natürlich nicht mit. So, komm weiter. Die dürfen die gar nicht erst ins Spiel kommen lassen oder irgendeine Chance geben. Oh, Chara nicht so frei! Da geht dann aber auch immer keiner hin, ne? Die CPU denkt sich dann auch so, lassen wir den mal machen. Ich meine, ich kann ja nur einen steuern. Da ist der Chara auf einmal frei vom Tor. Dürfen wir nicht nochmal zulassen. Ne, Marschall ist die 63, stimmt. Ja, weiß ich nicht, wer da gerade diesen Sprint hingelegt hat. Ich glaube, es war die 47. Aber Krejci hat die 46, Bergeron die 37. So, zack. Komm, und geh. Na, den haben wir gar nicht gekriegt. Nochmal Miller-Beck ist ganz frei. Aber den macht er nicht. Ah, das war auch doof. Das war doof. Pasternak. Schön. Kreider, Sebastian Kreider mit Glück. Tempo, Tempo, Tempo. Wenn du da vorbeikommst. Nach außen. Probieren. Oh, der rutscht. Ja, wir brauchen die Rebounds. Und die müssen wir dann verwerten. Ja, doch, zweite Verteidigerreihe drauf lassen. Die dritte Angriffsreihe nur drauf. Boston hat immer noch die zweite drauf. Kevin Hayes. Ah, leider nicht mit dem Bulli-Gewinn. Fast geht gegen. Ah, hätte Hayes geholfen, hätte er den sogar gekriegt. Aber da stand er nur rum. Den haben wir nicht gekriegt. Backis. Oh, geht da durch mit der Bewegung. Den drängen wir da ran. Den haben wir. Kevin Hayes. Und außen. Grabner. Mit ein bisschen Glück. In die Mitte. Nach außen. Ah, da haben wir uns dann selbst wieder den Puck quasi weggenommen. In die blöde Situation gebracht. Oh, zum Glück gibt es keine Strafe. Das wäre wieder die CPU gewesen. Die hackt gerne mal rein. Pasternak. Macht nichts draus. Der ist befasst. Wieder über außen. Hayes jetzt rüber. Oh, und Grabner trifft den einfach nicht. Oh, harter Check. Hayes hat ihn. Den haben wir aber doch nicht mehr insgesamt. Fast mit einem schönen Check. Letzten 5 Minuten laufen. Hayes Bruder kommt. Jimmy Hayes, wenn ich mich nicht irre. Oh, Spooner nicht jetzt. Ganz komische Bewegung des Pucks. Michael Grabner. Abbremsen. Wo kommen die Mitspieler? Weiter rennen. Da ist einer. Da ist der nächste. McGrath. Probieren. Ja! Und der war zu hoch. Der war ziemlich sicher zu hoch. Schöner Schuss und abgefälscht. War der zu hoch? Da hat man es gerade nicht erkannt. Michael Grabner. Noch eine Ansicht? Da vielleicht? Ja. Er sollte nicht zählen. Kurz nach oben geschnellt, der Schläger. Nope. Da wird rumgebuht. Nee, das war klar. Schade, ärgerlich. Da war der Schläger echt ziemlich hoch. Oscar Lindberg. 4-3. Bulli gewinnt. McGrath. Holden. Oh. Ja. Check gerade so entkommen. Den spielen wir rum. Spielen wir nicht. Jetzt müssen wir ihn aufpassen. Jimmy Vesey. Oh, komm. Jawohl. Der Pass auch wieder. Schweinepass. Genauso wie der hier. Vesey. Ab geht's. Ab geht's. Ablegen. Piri. Schade.
Jetzt McGrath. Da steht er nochmal. Abgefälscht. Jetzt aber. Oh. Keiner holt ihn sich. Lindberg. Piri. Okay, wir haben ihn. Holden. McGrath. Oh, schade. Richtig schön hingelaufen zum Abfälschen. Wer ist sie jetzt? Nein. Wird bearbeitet vom Verteidiger. Hätte er den Schläger aufs Eis gekriegt, wäre da einiges drin gewesen. Mika Zibanejad. Na, komm, komm, komm. Den haben wir noch. Kreider. Ah, versucht's direkt. Nochmal holen? Ne. Aufpassen in der letzten halben Minute. Oh, oh, Krejci. Krejci. Nicht jetzt. Lundqvist hat ihn. McDonough rum. Da steht wieder keiner. Kevin Klein gegen. Holen dir, holen dir. Nicht spielen lassen. Nicht spielen lassen. Lundqvist, halt ihn fest. Den halten wir fest, meine Lieben. Hier wird die erste Reihe drauf. Ah, wieder 0 zu 0. Das wird höchstens nach Overtime 1 zu 0. Oder jetzt noch. Aufpassen, schön von McDonough. Gutes Spiel von ihm. Sehr, sehr gutes. Zwar einige Fehlpässe, aber wer sich nichts traut, kann ja nichts falsch machen. Ein Schuss noch. Schade. Rick Nash. Ah, und wieder 0 zu 0. In Overtime jetzt. Fällt wieder höchstens ein Tor oder natürlich im Shootout. Das würde ich eigentlich sehr gerne vermeiden. Jimmy Vesey. Da müssen wir Stepan wieder hin tun. Durch seine Verletzung hat sich Stepan wieder überall automatisch aus den Reihen entfernt. McDonough. McDonough. Rückhand. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel und vielleicht hätten wir es auch mit der Vorhand probieren sollen. Oh, Vesey mit dem späten Check. Bergeron gegen Zibanejad hinten. Wie gesagt, wir spielen ja die Overtime auf Risiko mit zwei Stürmern. Obwohl McDonough dann derjenige ist, der mit nach vorne geht. So, Zibanejad. Der Pass kommt nicht rüber. Nee, der war auch riskant bis unnötig einzustufen. Zibanejad offensiv gegen da. Sehr schöner Check. McDonough muss es sich nur holen und dann geht's ab. Dann geht's ab. Erstmal ist er noch alleine. Der Lupfer rüber wird auch nichts. Wechseln noch. Zuccarello kann drauf. In Zibanejad gegen Chara, der kommt durch. Nicht wieder in Overtime verlieren. Wir brauchen den Sieg. Matt Zuccarello, komm mit, Zibanejad. Komm mit. Wo bist du? Nirgends. Jetzt Zuccarello, oben rechts. Ah! Hüpft dahinter das Tor. Hinten Crydon Klein. Und spielt er tief. Und geht nicht mehr hinterher. Kevin Klein. Zuccarello gegen den größten der Bruins. Kreider. Oh, und oben aus dem Winkel gefischt. Tukaras. Klein hakt nach. Miller jetzt auf dem Eis. Letzte Minute läuft. Klein hat ihn. Klein durch die Mitte. Das andere gab es da nicht. Miller, Miller, Miller. Jetzt rüberlegen. Kreider, jawohl. Das Overtime-Tor. Wunderschön rausgespielt. Da dachte ich schon wieder, da haben wir fast zu viel gezögert. Aber richtig schönes Ding. Und der Man of the Match, da wir natürlich gewonnen haben, kühnen wir ihn wieder. Unser Captain höchstpersönlich, die Nummer 27, Ryan McDonough, hat, finde ich, ein gutes Spiel hingelegt. Wie gesagt, ein, zwei Fehlpässe waren dabei, aber hier, schön von Klein, auf. Miller und Kreider dann mit ein bisschen Glück von Tuukka Raskins Tor, aber das Glück haben wir auch gebraucht in der letzten Zeit. Da macht er sich breit, der Tuukka Rask. Aber wir dürfen unseren Fans einen Sieg bescheren. Und haben damit die Wednesday Night Rivalry gewonnen. Ja, schade, dass Doug Rappner nicht schon den Tipp in gekriegt hat. Also, das Ziel mit zwei oder mehr Toren leider nicht hingekriegt. Ein Tor wurde uns noch aberkannt. Zu Recht aber. Muss man ja auch zugeben. Und da bremst er ab, schießt. Oh, Glück noch. Zwischen Arm und Bein. Aber wie gesagt, das Glück brauchten wir mal. Damit auch Chris Kreider wieder mit einem Tor. War ja in der letzten Folge schon unser Man of the Match. Sonst wäre das für diese Folge wahrscheinlich auch eine Option gewesen. Aber wir wechseln natürlich auch mal durch mit dem Man of the Matches. Schreibt mir auch in die Kommentare, wen ihr vielleicht gewählt hättet. So, 4-1-2. Die Bilanz ist okay. Wir pirschen uns langsam ran. Seht ihr? So, da sind wir schon Dritter. Wir pirschen uns ran, meine Lieben. Möchte jemand in der Moral etwas? Team-Meeting machen wir nicht. 75, siehst du, Gerby. Oh, was möchte er denn? Jeder macht Fehler. Ja, ja. Wir wechseln durch.
Das ist auch gut. Ja, kann sein, dass er... Wir wesen nicht einmal... Jo. Ja, indem du dich auch in woanders so engagierst, naja. Ja, das ist so. Unverändert, immerhin. Immerhin. Guck mal, und hier 75%, wir haben uns da wieder gebessert. Mit ein paar Siegen. Pushen wir das wieder hoch. Fan-Einstufung 94 ist auch vollkommen okay. So, waren wir wieder ausverkauft. Jo, sechsmal. Pirschen uns hoch. Was macht hier? Ja, alles noch über 90, wa? Das bauen wir dann mal so, keine Ahnung, in einer Woche wieder aus. Also, nochmal zur Info. Uploadplan findet ihr in der Beschreibung oder auf der Kanal-Startseite. Da seht ihr immer, wann die Originalspiele sind und wann natürlich dann auch folglich unsere Folge kommt. Die Trades und so weiter. Ich mache jetzt erstmal Schluss mit dem Vorproduzieren. Es geht aktuell weiter. Da sage ich dann meine Eindrücke zu den echten Spielen der New York Rangers. 7 sollten es ja dann zu diesem Zeitpunkt schon gewesen sein. Da bin ich echt gespannt, wie die Rangers überhaupt gegen die Islanders gestartet sind und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.